Jo, Leute, heute habe ich noch einen weiteren Shooter für euch. Compete. Ein Play-to-Earn-NFT-Shooter auf der Blockchain. Ihr seht hier, was abgeht, was ich nice finde. Hier diese Drohne, mit der man dann ja immer so ein Stück weit noch fliegen kann. Und sonst klassisch Third-Person-Shooter. Ich finde die Grafik eigentlich gar nicht schlecht. Was ich besonders finde an dem ganzen Ding, dass Compete soll ein komplettes Ecosystem werden, also nicht nur ein Shooter, sondern auch ein Kart Race Game, Basketball, Golf und mehr. Man sieht es auch hier oben so an den Bildern, dass da ja einige Sportarten dann noch dazukommen. Das macht es für mich so ein bisschen besonders, dass einfach ja noch mehrere Spiele dazukommen sollen. Wir gehen mal kurz auf die Website. Ich verlinke euch das Ding auch unten. Der Token ist auch sogar schon am Start. Also es gibt einen eigenen Token. Ihr seht es, der läuft seit ja so Ende Oktober letzten Jahres. So vielleicht up and down. Hat sich aber relativ gut gehalten, sage ich mal, wenn wir hier vom Anfangswert ausgehen und jetzt hier den aktuellen Wert nehmen. Schwierig ist es für mich, weil es auf der Ethereum-Chain läuft, der Token, also einfach wegen den Gas-Fees. Das heißt, mit einem ganz kleinen Investment macht es kaum Sinn, außer man spekuliert auf einen krassen Kurszuwachs. Aber ihr seht, hier sind einige Buys drin in letzter Zeit. Und gehen wir noch mal kurz auf die Website. Da sieht man nämlich auch, also es ist ein Team-Based Multiplayer-Game, haben wir ja gerade gesehen. Und bald ist der NFT-Sale. Hier, play your favorite sports. Ich finde jetzt das Bild geil, dass dann auch noch die Shooter-Elemente irgendwie vielleicht mit in dem Sports-Game verknüpft sind. Hier Screenshots aus dem Kart-Racing-Game und es gibt ja Basketball-Game, aber es sind nur Screenshots. Wir sehen ja noch nichts aus dem Game bis auf den Shooter. Aber der ist natürlich eigentlich auch gelungen, wenn man sich das so anschaut. Das Ding ist Free-to-Play, es soll kein Pay-to-Win sein. Also man kann Free-to-Play genauso gute Fortschritte erzielen wie mit Investment. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Wahrscheinlich kann man mit Investment aber mehr verdienen oder man hat bessere Chancen auf einen höheren Gewinn. Okay, ja, wie gesagt, sieht nice aus. Auch hier wieder die Unreal Engine Version 5 im Einsatz. Das sieht man aber auch an der Grafik. Also eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Momentan ist das Ganze auch noch in der Beta-Version, in einer Closed Beta. Es wird aber ständig auch weiterentwickelt, jetzt ja. neuer Patch released worden. Und ja, es sieht eigentlich super nice aus. Wie gesagt, auch ein NFT-Mint steht bald an, müsste bald jetzt soweit sein. Informiert euch selbst, auch ihr habt ja noch die Chance, früh dabei zu sein. Ich verlinke euch alles unten. Ich freue mich über ein Like, Leute, über ein Abo, über eine Aktivierung der Glocke. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Leute, haut rein.